Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von DayZ. Wir beginnen wieder neu. Ich habe ein bisschen getestet, wie die Zombies auf mich reagieren. Und es ist wirklich schlimm, dass die Zombies von 100 Metern noch mich entdecken, obwohl ich schleiche. Also richtig schleiche, am Boden herumrobbe. Und das ist nicht gut. Und ich muss schauen, wie ich jetzt wieder das Rennen ausmachen kann. Ich will nicht so rennen. Genau, ich will so. Dann gehen wir doch in das grüne Haus. Es ist wirklich schwer, die Zombies vor allem am Anfang auszuweichen. Und gut, in der ersten Zeit ist kein Serverstart. Es ist 11 Uhr gewesen, halb 12 Uhr. Und wir müssen das fliegende Spaghetti-Monster heilen. Das werden wir natürlich erreichen. Heil dem fliegenden Spaghetti-Monster. Wenn wir einen Zombie finden, dann weglaufen. Oder wegschleichen. Das ist das Wichtigste. Und ja. Da ich noch sehr ein Anfänger bin, würde mir wirklich ein paar Tipps und Tricks gefallen. Und ja, halt einfach Futures ein bisschen erläutern, da ich nicht so ein guter Leser, also nicht gerne so die Futures lese und so. Aber in den Kommentaren schon viel besser finden, als irgendwo in einer Liste. Wäre das richtig toll. Oh, Black Cowboy Hut. Da ist klar, dass wir den ersetzen. Den anderen. Und hier oben ist auch irgendwas kaputt. Ein roten Kiwi. Okay. Es ist halt ein Spiel zum Genießen, zum ja, Sachen entdecken, so und nicht Action. Also wer hier im Let's Play etwas Action will, der ist hier falsch. Und ja. Vielleicht später dann. Ja, dann könnt ihr zurückkehren. Vielleicht ist später dann ein bisschen mehr Action, wenn ich besser draus komme. Und so ein Hut ist wahrscheinlich nicht so gut. Ich weiß es überhaupt nicht, und was für was diese Bücher sind, weiß ich auch nicht. Also wenn ihr wollt, auf diesen Server kommen wollt, ich werde ihn unten verlinken. Oder erst später dann, wenn richtig viele Leute auch spielen wollen mit mir. Und wir haben einen Defibrillator, der ist eigentlich nur für andere Leute und wir sind alleine. Den nehmen wir den nicht mit. Okay, raus kann, können wir wahrscheinlich nicht. Gehen wir mal hier entlang. Wenn es gehen würde. Okay. Dann haben wir das grüne Ding. Oh, hier ist noch ein Ding. Können wir den nicht öffnen? Wir brauchen einen Schlüssel oder was? Oder ist das nur Dekoration? Ah, hier waren wir. Okay, gehen wir mal raus aus der Stadt. Da gibt es weniger Zombies. Es ist sehr wichtig, dass wir nicht in der Stadt bleiben, solange als wir nichts zum Wehren haben. Wir brauchen irgendwie ein Snipergewehr zum Headshots geben oder eine Pistole, die lautlos ist. Das ist sehr wichtig. Eine Hacksäge. Für Cutting-Material. Holz. Ist das wichtig? Zum Braten schon.
Eine Taschenlampe ist aber wichtig und eine Batterie. Dann machen wir hier die Tomate, nein, der Kiwi. Kiwi legen wir, Ding legen wir hin und nehmen die Ding mit. Sehr gut. Die Haxe, also die Säge zum Hacken, zum Holzhacken. Ja, Stecken brauchen wir eigentlich nicht, oder? Oder können wir dann Klöpfer und also Servelas braten? Oder einfach nur Würstchen bei euch in Deutschland. So, hier geht's ja Richtung Stadt. Dann können wir mal laufen. Ich hoffe, kein Zombie ist in der Nähe. Aber ich möchte unbedingt ein bisschen schneller vorwärts kommen. Hier ist ein Rotwald. Hier wurde gerodet. Ich habe leider nicht ganz so viel FPS, aber ich kann die Grafik schon ein bisschen besser machen. Ich glaube, es ist auch wegen... Ja, schon toll. Können wir gleich mal wehren. Hey, wehr dich. Ja. Wahrscheinlich bluten wir auch bald. Wie hat uns dieser Ding gesehen? Ah, das ist wieder mal typisch. Muss ich den Server wechseln oder ist das vom Spiel her? Ja, ich verliere wahrscheinlich gegen... Ja, seht ihr? Man ist eigentlich sofort tot. Man hat null Chance gegen Zombies. Ich gehe jetzt raus. Mach kurz Neustart. Und dann gehe ich raus. Und dann wechseln wir unseren Server. Aber das ist der beste Server, den ich gefunden habe. Oh je, das wird noch schwer. Also ihr seht es, es ist richtig mühsam. Und wenn ich jetzt dann noch das nächste Mal wieder sterben wegen einem Zombie, wo ich mich nicht wehren kann, dann werde ich das im Livestream machen. Bis ich dann genug Hilfe habe, um das Let's Play weiterzuführen. Schade um die Hacksäge und dem Ding. Also selber wissen. Also ich war wahrscheinlich auf dem... Wo war ich zuerst? Ja, wo war ich vorher? Könnt ihr den nehmen? Aber das sind 15 Spiele drauf, das ist nicht so gut. Internet. Only friendly German. Es steht leider nicht mehr. Details. Mode regular. Ping 55 verbinden. Nehme ich mal den Only Friendly. Das ist dann doch gut. So, mit Schokolade kann man viel besser reden. Weil ich bin relativ müde, ich mache ein bisschen Gesichtstraining neben dem.
Kampfsporttraining und Fußballtraining, auch ein bisschen Gesichtsmuskulaturtraining und dann bin ich ein bisschen müde. Darum ist die Stimme auch momentan nicht so gut. Und ich habe gestern Abend so viel geredet mit den Kollegen noch über Skype. Da ist man einfach momentan nicht so richtig wach im Gesicht. Bisschen dehnen. Ah. Fast den Kiefer ausreißen. Das tönt sicher komisch. Noch ein bisschen Arm dehnen. Die Maus muss natürlich gut bedient werden. Ups. Die Hand, der Daumen streng. Oh. Und der Host antwortet wahrscheinlich nicht. Ach, schade. Ist das wieder ein Host, der nicht antwortet? Hallo? Ich möchte heute noch etwas machen. Dann halt nicht. Sollen wir auf einen High-Loot-Server? Der hat 40 Spiele, nein. Da können wir nicht rein. Der hat 6 Spiele. Titty Twister. Ah, das sind Veteranen. Hunter's World, das denn, denn. Ja, aber das sind 14 Spiele drauf. Wir wollen momentan noch nicht so viel Spiele haben. Eine Stunde Restart ist nicht so gut für uns. Aber da gehen wir mal rein. Einfach mal zum Testen. Wir sind Anfänger. Gehen wir mal kurz rein. Aber zuerst will ich hier auf. Ah, ich will. Ich will nicht die Start drücken. Tür auf, tot. Bratwurstbude. Ah, hier, Hunter's World. 13 Spieler. Ah, das ist mir zu viel. Ah, das war der neue mächtig. Ich will einfach einen Heilu. Hier zum Beispiel. Drei von. Drei von 40. 74 Ping. Nein, ist halt nicht so gut. Noob-freundlich hier. Zombie-Killer. Details. Verbinden. Nehmen wir den. So. Komm. Hallo. Reagieren bitte. Wir sind irgendwo im Kaff. Es kommen sicher irgendwo Spieler. Wie viel waren es? 3 oder 4? Und wir haben keine Verbindung mehr. Ah, oh, bitte. Was ist denn blöd? Doch, ja, ist gut, Selege. Ja. Wird Flocke so, macht er halt, weil die ganze. So, ja, meine
Kaninchen. Also meine und meine Schwester sind ein Kaninchen. Brauchen Goodies. So, ich hoffe mal, das ist nicht die Stadt. Ich will nicht schon wieder in der Stadt sein. Dort drüben ist aber auch noch... Ah, das ist das Schiff. Wir könnten dann mal zum Schiff gehen, ja. Aber zuerst gehen wir hier in die Stadt. Wir brauchen Essen. Soll ich ein bisschen schneller? Ach komm. Wir können nicht mehr als sterben. Ich glaube, das war da, wo ich das erste Mal war. Das erste Mal, wo ich mal angezockt habe, war ich hier. So. Jetzt kommen die Zombies wahrscheinlich irgendwo. Also mir wurde gesagt, Schleichen bringt nicht so viel. Und so laufen, also gebückt, bringt mehr. Und man sollte abwechseln mit Rennen und mit Gehen. Und ich hoffe, die Zombies werden hier auf diesem Server nicht so extrem aggressiv sein. Wenn, dann liegt es am Spiel, an der neuen KI oder so. Und ich muss mich wieder dran gewöhnen, also ich muss mich der KI anpassen und nicht den Aussagen der Spiele. Und eben für jeder Tipp und für jeder Trick oder so, wäre ich gerne dankbar, sehr dankbar. Spieler Alex verliert Verbindung. Aha. Haben wir hier irgendwo Zombies? Ich möchte gerne wieder rennen. Ach komm, ich renn. Ich sehe die Zombies immer nur erst, wenn sie schon angreifen. Die werden irgendwie gespawnt, damit den Gegner Ding machen, schwer machen. Eine Kartoffel. Aber... Aber kann man die Kartoffel essen einfach so? Oder ist es gesund? Carcobands. Oh, das ist gut. Oh, das ist sehr gut. Sehr schön. Da haben wir schon mal mehr Platz. Und die Schuhe sind Athletikschuhe. Nehmen wir lieber die schwarzen. Sehr schön. Sonst haben wir nichts mehr hier, sehe ich. Dann gehen wir hier raus wieder. Schauen, dass wir nicht sofort irgendwo angegriffen werden. Ich hoffe nur, dass es so bleibt. Ich will nicht schon wieder sterben. Also Essen haben wir schon mal. Sehr gut. Ich hoffe, das Schiff ist nicht ein guter Angelpunkt für Leute, die sich ein bisschen auskennen. Weil wenn ich dorthin gehe, will ich auch Loot haben. Und ja. Aber eben, es ist ja höhere Anzahl der Rohstoffe und so. Es ist jetzt nicht ein Profi-Server oder so. Ein Schraubenzieher. Können wir damit Sachen aufschließen? So. Hier ist nichts. Wir haben lieber hinten durch. Schauen hier mal.
noch was es gibt. Also wir sind hier. Witness these starting at 0700 GMT. During this time our stable branch game service will be offline. Ja, das ist noch länger die Zeit nicht. Gehen wir in diese Saas vorne. Dann können wir nämlich direkt zum Schiff gehen nachher. Ich hoffe nirgends den Zombies zu sehen. Ich sehe es nicht so gut. Dort hinten blendet es und hier sehe ich keine. Zombie. Ne, es ist kein Zombie hier. Nix. So, was haben wir hier im Haus? Hoffentlich etwas Gutes. Einen Helm. Motorradhelm. Lassen wir den, der ist ganz zerstört. Und Bohnen. Camouflage. Bringt es denn überhaupt irgendwas? Ja, die Zombies gehen doch nicht auf den Helm, darum nehmen wir lieber den. Oh, und eine löchrige Ding, Kartoffel. Können wir hier telefonieren? Ich möchte gerne nach Hause telefonieren. Irgendwie ist das schon spannend, aber irgendwie ein bisschen langweilig momentan noch. Ich möchte gerne in Profigebiete gehen. Spaghetti. Wir brauchen aber einen Dosenöffner, dann nehme ich die Dosen jetzt nicht mit. Lieber hier diese Kartoffel. Hat nochmal seine Kartoffel. Oh, das ist das. Nee, eine rote Orange. Schlecht. Sehr schlecht. Aber solange als wir nicht zu schnell Hunger bekommen, ist das eigentlich egal. Alles Russenmützchen. So, hier haben wir noch eine schöne oder so. Hoffen wir mal, dass hier irgendwas ist. Ja, da müssen wir noch ein bisschen weiter in die Stadt reingehen. Also in dieses kleine Dörfchen. Weil wir brauchen zuerst Essen, bevor wir zum Schiff gehen. So, eine Heugabel, die können wir ausrüsten. Nicht? Ach so. Aber wie einsetzen? Ich möchte sie einsetzen. Ach komm.
Eine Sichel möchte ich einsetzen. Okay, gar nichts. Ach komm, lassen wir es. Ein Screwdriver. Haben wir schon. Also, nicht nötig. Und jetzt gehen wir hier hin, schleichen aber ein bisschen. Hier ist ja kein Zombie nirgends, okay. Da können wir nicht rein. Ach komm. Irgendwo muss doch ein bisschen Nahrung sein. Hier hinten. Können die da irgendwas aufnehmen? Also dann zu diesem Haus dort. Vielleicht könnte hinter diesem Container noch ein paar Sachen sein. Müssen wir da mal schauen. Und da ich ja bald eine Grafikkarte kaufe, wird wahrscheinlich auch. Ja, der hat mich gesehen. Wie hat er mich gesehen? Der ist 20 Kilometer weg gewesen. Sowas von unfair. Also das ist wirklich ein unfaires Spiel. Was ist denn los mit diesem Spiel? Das ist total buggy. Und schon tot. Wie im Gottes Willen kann ein Zombie, der nicht mal Kraft hat, ein Mensch so schnell töten? Was ist dann daran realistisch? Wie bitte ist das realistisch? Und wieso mache ich denn dem Zombie keinen Schaden? Ich würde mit einem Faustschlag in die Fresse umhauen, dass er den Kopf verliert und irgendwie 2 Meter durch die Luft fliegt. Also ein Mensch hat sicher 1000 Mal mehr Kraft als ein Zombie. Und wenn er irgendwas am Arm oder so verletzt ist, wie kann er dann die Kraft in die Faust reintun? Wenn die Nerven zerstört sind. Das ist auch irgendwie voll unrealistisch. Okay, noch einmal. Schauen wir, wo wir spawnen. Ich schleiche, ich renne nicht. Ich laufe nicht schnell. Ich sitze, also laufe sitzend. So, also okay, ja, am Boden halt. Und die Zombies sehen, hören mich von 200 Metern. Okay. Creepy Spiel. Also für mich hat das ungefähr 30% von 100 verdient, mehr nicht. Aber wahrscheinlich werden wieder diese Zeitschriften Tausende von Spielern anlocken. Und dadurch das Spiel wahrscheinlich nie besser. Weil ein Entwickler braucht mal schlechte Zeiten, damit er besser wird, besser entwickelt. Und wenn DayZ immer so viel Erfolg haben wird, aber zwar momentan haben sie auch nicht so viel Erfolg, aber trotzdem, wenn DayZ immer so viele Spiele hat, die nichts sagen und so, dann wird halt DayZ auch nicht so schnell oder gar nie besser. Und das ist das Problem. Also, wenn ihr Entwickler, also bei einem Entwickler seid oder so, oder mal werden wollt oder so, hört auf die Community und nicht auf die Zeitschriften oder andere Test-Webseiten. Und so, hört nicht auf die, die müssen gute Wertungen machen, sonst haben sie ein schlechtes Karma. Ja, eben seid offen als Entwickler, seid froh darüber, dass ihr überhaupt Leute habt und schaut nicht aufs